channel. I'm chillin' on a dirt road, laid back, swervin' like I'm George Jones. Smoke roll. Ja, hier will ich mal ganz kurz einen Kommentar einfügen. Frühmorgens 6 Uhr in Rostock losgefahren, also übernachtet in Rostock im Hotel. Motor angelassen, alles gut soweit gewesen. 15 Kilometer bis zum Rostocker Hafen und so Gott wollte, hat das Wetter natürlich nicht mitgespielt. Und Regen ohne Ende, Schauer, dunkel, das Visier ist beschlagen von innen, von außen, voller Regentropfen. Ich habe nichts gesehen. Die Straßen waren glatt gewesen, im Rostocker Überseehafen endlich angekommen. Dann auch gleich direkt vor zum Zoll gefahren. Weil der Zoll hatte ein Schleppdach und da habe ich mich drunter gestellt. Der Zöllner musste schon lachen und hat mir das natürlich genehmigt. Dann habe ich mir erstmal meinen Gummianzug schnell angezogen, weil anderthalb Stunden hätte ich noch weiter warten müssen auf die Fähre. Und dann ging es aber auch schon los Richtung Fähre und ich hatte mich dann in der Fahrspur eingeordnet. Blaulicht kam, Hafenpolizei. Ich dachte, was hast du jetzt wieder verkehrt gemacht? Aber es war alles in Ordnung gewesen. Die hatten einfach nur Mitleid und ich durfte mich so lange in das Auto reinsetzen. Und per Sprechfunk wurde nachher der Lademeister gebeten, das Motorrad reinzulassen, weil der arme Kerl, der da auf dem Motorrad saß, der war schon pitschenass und hätte das nicht länger durchgehalten. Und insofern durfte ich nachher mit meinem Motorrad schon lange, bevor die anderen Fahrzeuge verladen wurden, in den Laderaum reinfahren und habe mich dann erstmal rausgepellt aus meiner Kombi, bin in die Sauna, habe meine Sachen komplett durchgetrocknet in den 6 Stunden Überfahrt. Ja, und das war ein Erlebnis gewesen. Das war einfach nur ja, verrückt, verrückt, verrückt und wie gesagt, ich habe es auch überlebt, ja.
bar, sipping on a regular Coke. We were drinking and smoking and making him the butt of our jokes. We all said, man,